Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Bevor wir zum heutigen Match kommen, möchte ich gerne auf eine Frage eingehen, die mir in den letzten paar Tagen oft gestellt worden ist. Und zwar wurde ich nach meiner Meinung zur Ankündigung von Omega Ruby und Alpha Sapphire gefragt. Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, es gibt sogar eine Videoaufnahme von mir, als ich es rausgefunden habe. Ich glaube, gucken wir mal rein. Ja, ungefähr so muss es abgelaufen sein, aber egal, kommen wir zum Match. Wir spielen heute mal wieder gegen einen Fan-Abonnenten. Er hat mich auf Twitter angeschrieben, heißt Gerger, je nachdem, wie man es ausspricht. Ich weiß, dass er Tobias heißt, heißt auf jeden Fall auf Twitter so, dass das. Ich werde ihm im folgenden Match einfach die ganze Zeit Tobias nennen. Ich hoffe, das ist okay und ich enthülle hier keine geheimen Daten über meine Fans, aber das wird schon in Ordnung gehen. Tobias hat mir zudem auch noch mitgeteilt, dass er demnächst bei irgendeinem großen Event-Turnier mitmacht, sich deswegen ein Team zusammengestellt hat und das gerne gegen mich testen würde und hat mich deswegen gebeten, dass ich selbst ein relativ kompetitiv starkes Team an den Start bringe, nicht irgendwelche Gimmicken, Juju-Taktiken fahre. Und das habe ich auch gemacht, das heißt dieses Mal ein bisschen stärkeres Team, aber dennoch sollte es nicht an Kreativität im Moveset dieser wackeren Truppe mangeln. Wir fahren dieses Mal eine hyperoffensive Taktik, haben also sehr, sehr, sehr viel Damage im Team. Das einzige defensive Pokémon ist das Arcanine, was ich hier als physischen Tank spiele. Einfach nur, weil ich immer die Befürchtung haben muss, dass der Gegner einen Talonflame mit im Team hat, die richtig, richtig schwer zu handeln sind. Und ein Arcanine ist zwar nicht der beste Counter dagegen, ist aber trotzdem gut und hilft auch noch gegen viele andere Threats im momentanen Meta. Der Gute trägt an dieser Stelle den Rocky Helmet, sodass Sachen wie zum Beispiel Bravebird den Gegner mehr Schaden anrichten als uns, und mit Morning Sun haben wir dazu noch die Möglichkeit, uns richtig, richtig schön gegenzuheilen. Für spezialoffensive Moves habe ich zwar keinen richtig tollen Tank mit im Team, aber mein Conkeldurr trägt hier die Assault Vest, wird also spezialoffensive Moves noch einigermaßen gut tanken können und dabei noch relativ viel Schaden rauskloppen. Des Weiteren haben wir noch ein Gardevoir im Team, welches mein Mega-Pokémon in diesem Kampf sein wird, und das kann ja spezialoffensive Moves ja auch relativ gut tanken. Und falls wir die Gelegenheit bekommen, ein Calmind rauszubekommen, kann dieses Gardevoir nichts mehr erschüttern. Hauptdamage-Dealer hier sind Haxorus und Landorus. Landorus spiele ich hier in einer sehr uniken Version, würde ich beinahe sagen, ist spezialoffensiv mit Sheer Force und einem Life Orb, was den Schaden in eine unglaubliche Höhe treibt. Hinzu kommt aber noch, dass ich den Move Gravity nutze, der momentan im Meta eigentlich nirgendwo vertreten ist. Ich habe mir mal so ein bisschen die Mathematik hinter diesem Move durchgelesen, das ist richtig faszinierend. Nicht nur verlieren alle Pokémon im Kampf für 5 Runden alle Vorteile, die ihnen der Flugtypus oder Abilities wie Levitate oder ähnliches geben würden. Hinzu kommt auch noch, dass Sachen in Gravity ein Malus auf ihre Ausweichfähigkeiten bekommen. Das heißt, Sachen wie zum Beispiel Focus Blast, welcher ja nur eine 70%ige Trefferchance hat, trifft, glaube ich, laut Mathematik zu 93%, was wirklich ein richtig, richtig schöner Bonus ist. Vor allen Dingen nutzen wir mit Landorus ja auch noch Focus Blast, was ja noch von Sheer Force und den Life Orb richtig gut profitieren kann. Das Haxorus spiele ich ebenfalls in einer sehr uniken Variante, ist ein bulkiger Typ und hat dazu noch Substitute, und ich hoffe, das gibt uns die Gelegenheit, einen Dragon Dance hier oder da rauszulegen und dann mit der extremen Power von Haxorus einmal durchzufegen. Abgerundet wird dieses Team mit meinem physisch offensiven Greninja, welches mit seinen Choice Band richtig guten Schaden austeilen kann und vor allen Dingen zwei Prioritätsmoves mit sich bringt und so die Gelegenheit hat, gegnerische Setupper aufzuhalten. Der Gegner setzt in diesem Match im Gegensatz zu mir ein sehr defensiv orientiertes Team ein. Gerade Blissey und Gliscor sind zwei Sachen, die man wirklich nur sehr, sehr schwer wegbekommt. Zusätzlich dazu haben beide ja noch die Möglichkeit, sich gegenzuheilen. Das heißt, da muss man auf jeden Fall kontinuierlich Druck machen, um die Dinger wirklich aus dem Kampf zu nehmen. Wenn man da nicht aufpasst, sind die bald wieder auf voller HP und halten somit jede offensiv fahrende Taktik auf. Die generische Tankiness hört aber bei diesen beiden Pokémon nicht auf. Sein Dragonite, sein Aegislash und auch sein Mandibuzz sind ebenfalls richtig, richtig stark defensive Pokémon. Dragonite ist dazu kaum, One-Hit zu gehen durch seine Ability Multiscale, welches ja den Schaden, wenn er bei vollen HP ist, um 50% dezimiert. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig schwer sein, um diese Pokémon herumzuspielen. Generell würde ich sagen, dass keiner von uns beiden eine richtige Matchup-Advantage hat. Auf jeden größeren generischen Fett haben wir auf jeden Fall was im Team, was eine gute
Antwort bietet. Das Einzige, was mir wirklich große Sorgen bereitet, ist das gegnerische Glisco, da ich ja auch nur einen einzigen Ice-Type-Move mit im Team habe. Und zusätzlich dazu fehlt mir leider auch das Steel-Type-Pokémon, um zum Beispiel Toxin abzufangen. Aber theoretisch kann auch hier mein Conkeldurr relativ gut Status-Moves abfangen, da es durch die Ability Guts dadurch auch noch relativ gut geboostet wird. Das heißt, da können wir vielleicht noch einen kleinen Vorteil für uns abstauben. Ich glaube auch, das, was mich am meisten zum Sieg bringen könnte mit diesem Team, ist tatsächlich die Uniqueness im Moveset, denn was der Gegner nicht kennt, kann er auch nicht richtig gut auskontern. Das heißt, da hoffen wir einfach mal, dass wir zum Beispiel mit unserem physischen Greninja oder mit unseren speziellen Landorus den Gegner kalt erwischen können. Aber ich laber schon viel zu lange um den heißen Brei herum, denn ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon X und Y Wi-Fi Battle zu sehen, und genau das solltet ihr bekommen. Viel Spaß beim Kampf! So, der Gegner macht sich kampfbereit und wir schicken als erstes unser Greninja ins Rennen, denn damit werden wir höchstwahrscheinlich alle seine Pokémon erstmal outspeeden können. Und wenn uns das nicht gefällt, was er denn als erstes ins Rennen schickt, können wir ja mit U-Turn rausswitchen und den Gegner mal ein bisschen schockieren, was denn ein physisches Greninja für Schaden macht. Der Anfang hier hätte schöner gar nicht sein können, denn er holt sein Blissey als erstes rein. Hat vielleicht sogar schon erwartet, dass wir mit unseren Greninja starten, die normalerweise spezialoffensiv gespielt werden. Das könnte das gute Ding auf jeden Fall hängen, aber wir machen fast 40% mit einem U-Turn gegen dieses Blissey, was ja eine super krasse Wall ist. Da das Blissey hier an dieser Stelle drin geblieben ist, erwarten wir hier einen Status-Move wie Paralyse oder Toxin. Und Toxin kommt tatsächlich, und das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, unser Conkeldurr ins Spiel zu holen, denn das hat die Ability Guts und wird durch solche Status-Moves sogar noch zusätzlich gebufft. Der Gegner ist hier auf jeden Fall gezwungen rauszuwechseln, da wir wissen, dass alle seine physischen Walls eine gewisse Eisschwäche aufweisen, gehen wir hier nicht auf den sehr effektiven Fighting-Type-Move, sondern predikten hier einfach den Switch in sein Glisco oder sein Mandibuzz und gehen hier auf den Ice-Type-Move, welches dieses Pokémon sehr, sehr effektiv treffen wird. Wir haben sogar noch so viel Glück, dass dieser Hit ein Critical Hit geworden ist. Das heißt, wir haben hier an dieser Stelle tatsächlich noch die Gelegenheit, mit einem Mach-Punch vielleicht dieses Mandibuzz doch aus dem Kampf zu nehmen. Könnte knapp werden, und vor allen Dingen, das Blöde ist, dass wir durch das Toxin und durch den Rocky Helmet auf jeden Fall richtig, richtig guten Schaden bekommen. Trotzdem möchte ich es hier richten und ich sehe noch nicht mal den restlichen HP-Balken dieses Dings und wahrscheinlich würde sich gegen roosten und da haben wir keine Chance, denn das Toxin frisst langsam aber sicher durch unsere KP-Leiste und deswegen sind wir leider hier an dieser Stelle gezwungen rauszuwechseln und nicht auf einen weiteren Eispunch zu gehen, denn das würde auf keinen Fall mehr als 50% Schaden machen, und da sich dieses Mandibuzz immer weiter gegenroosten würde und wie gesagt Toxin und Rocky Helmet Damage, das wollen wir nicht riskieren und wechseln doch lieber in unser Landorus raus. Viel Schaden wird uns dieses Mandibuzz nicht anrichten können, im schlimmsten Fall verlieren wir unser Life Orb, wenn es tatsächlich ein Knockoff-Set ist, aber das gibt uns die perfekte Gelegenheit, ein Gravity rauszubekommen. Wie gesagt, Gravity ein sehr, sehr interessanter Move, total unterschätzt, aber wenn man die Mathematik dahinter mal durchliest, ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Move, ganz besonders für Landorus, denn der macht nämlich nicht nur extrem großen Schaden, kann fliegende oder levitierende Pokémon mit seinem großartigen Stab Earth Power gut treffen, sondern das erhöht auch noch die Chance, Moves mit einer eher wackeligen Trefferwahrscheinlichkeit relativ sicher zu treffen. Darunter zum Beispiel Focus Blast, was natürlich nicht nur ein super starker Move ist, sondern der noch weiterhin geboostet wird von der Ability von Landorus Sheer Force. Das Schöne an dieser Stelle ist vor allen Dingen auch, dass solange Gravity wirkt, der Gegner eigentlich nichts hat, was er sicher reinswitchen könnte oder womit er ziemlich gut Revenge killen könnte, denn wir sind super schnell, hauen dabei noch relativ viel Schaden raus, es ist egal, was passiert, wir werden auf jeden Fall guten Schaden auf die Pokémon des Gegners drauf bekommen. Er will hier noch weiter sein Glisco beschützen, deswegen holt er nochmal hier Blissey rein, wahrscheinlich die beste Wahl, denn Blissey ist spezialdefensiv unendlich bulky. Wir machen trotzdem okayen Schaden, obwohl, okay, ist ein Critical Hit, ich nehme alles wieder zurück, der Schaden war gar nicht mal so gut, aber das Schöne ist, dass wir einen schönen Move im Petto haben, zwar Focus Blast, das trifft Blissey, obwohl sie alles spezial offensive relativ gut wegstecken kann, auch sehr effektiv und 120 Base Damage plus noch Sheer Force Bonus, aber es bleibt natürlich ein Pixelchen Health übrig und sie kann sich mit Softball gegenheilen. Wir machen wahrscheinlich mit Focus Blast weniger als 50% Schaden und die Gravity, heißt das so, die Gravitation kehrt wieder zurück, das heißt Focus Blast könnte missen. Wir haben trotzdem guten Schaden auf seinen Walls gelandet. Das Problem ist, dass alle seine Walls relativ gute Regenerationsfähigkeiten haben und wir müssen aufpassen, dass wir uns diesen Damage-Vorteil auf jeden Fall für eine Weile noch bewahren. Wir holen also an dieser Stelle unseren Blissey-Killer, unser Conkeldurr rein, wird wahrscheinlich wieder rauswechseln und da er jetzt weiß, dass wir Ice Punch beherrschen, wird er wahrscheinlich nicht sein Glisco oder sein Mandibuzz rausholen, deswegen, das predikten wir an dieser Stelle wieder auch und gehen hier an dieser Stelle auf Knockoff. Er könnte ja in sein Aegislecht rauswechseln und selbst wenn nicht, können wir immer noch guten Schaden machen und noch ein Item weghauen, aber lucky, 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 er geht tatsächlich auf sein Aegislecht, wir machen richtig, richtig guten Schaden.
Leider trägt das gute Aegislash an dieser Stelle eine Weakness Policy, die wir zwar weggehauen bekommen, das heißt, wir machen trotzdem den doppelten Schaden, aber das Ding boostet sich um 2 Stufen in der Offensive und da mein Conkeldurr hier an dieser Stelle wahrscheinlich nichts mehr machen würde, doch im späteren Verlauf des Spiels wahrscheinlich ohnehin sofort am Toxin zugrunde gehen wird, lassen wir es einfach im Kampf gönnen, den guten Ding ein bisschen Ruhe, denn es hat in diesem Kampf wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht und den defensiven Kern im Team des Gegners gut schwächen können. Dennoch, ein +2 Aegislash darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, wird wahrscheinlich Prioritätsmoves in Form von Shadow Sneak hier haben, deswegen holen wir hier wieder unser physisches Greninja rein, welches da im Gegensatz zu der spezialoffensiven Form eigene Prioritätsmoves in Form von Water Shrieken oder seinem Shadow Sneak hat und da können wir auf jeden Fall das Aegislash aus dem Kampf nehmen. Ich bin hier auf Water Shrieken gegangen und nicht auf das sehr effektive Shadow Sneak, da er immer noch Blissey quasi reinwechseln könnte und dadurch einen freien Switch-In bekommt, denn wir sind tatsächlich Choice Bandit an dieser Stelle. Das heißt, wir werden gezwungen, weiter auf Shadow Sneak zu gehen. Würde nichts bringen. Er wechselt die aber tatsächlich raus. Ich wollte selbst nicht rauswechseln, also ich war mir fast sicher, dass er das Aegislash auf jeden Fall noch preserven möchte. Und da sein Mandibuzz super bulky ist, können wir mit Water Shrieken hier auch nichts machen. Aber ich wollte sicher gehen, dass er seinen doppelten Boost verliert und bin deswegen in der Offensive geblieben. Ich habe hier an der Stelle das Knockoff wieder erwartet und bin deswegen in mein Gardevoir reingewechselt, um das Item nicht zu verlieren, denn Megasteine sind von Knockoff nicht betroffen, damit dezimieren wir dann auch noch den Schaden von Knockoff, der aber trotzdem relativ gut reinhaut, aber Gardevoir ist physisch defensiv, auch gar nicht mal so bulky. Vor allem aber erlaubt uns dieser Switch, das Mandibuzz rauszuscannen, da es absolut keine Schnitte gegen ein spezialoffensives Gardevoir hat. Er wechselt hier sein Blissey rein, was aber völlig okay ist, das werden wir mit dem Hypervoice, ich hier einsetze, nicht aus dem Kampf nehmen, aber wir haben noch was physisch Offensives quasi, also Psyshock geht ja mit der Spezialattacke, aber wird mit der normalen physischen Defensive verrechnet, deswegen wird dieses Blissey das Ding auf keinen Fall abfangen können und allgemein ist Gardevoir ein richtig, richtig gutes Pokémon in diesem Kampf, denn der Gegner hat gar nicht mal so viele Pokémon, die es outspeeden würden und vor allen Dingen nichts, was wirklich gut Fairy-Types und Psychic-Types gut resisten könnte, außer sein Aegislash, was aber schon fast tot ist. Der Gegner beschließt hier, sein Mega-Pokémon in den Kampf zu bringen, was sein Charizard Y ist. Wäre generell gar nicht mal so ein großes Problem, da wir auch hier mit Psyshock richtig, richtig guten Schaden machen könnten. Wir sind beide aber auf demselben Space Speed und ich muss einfach mal hoffen, dass er entweder nicht Timid Nature ist, so wie ich, oder dass ich das Speed-Teil gewinne, aber leider ist dem nicht so. Er outspeedet mich, beziehungsweise gewinnt das Speed-Teil und nimmt mein Gardevoir leider raus, denn ein Charizard Flamethrower in der Sonne ist natürlich super brutal. Das kann ich mit meiner speziellen Tankiness leider nicht abfangen. Ich schicke also an dieser Stelle mein bulkiges Hexerus ins Rennen, da ich mir da erhofft habe, dass ich eine Attacke auf jeden Fall überleben würde, ein Dragondance raushole und dann mit einem eigenen Angriff richtig, richtig guten Schaden machen könnte. Aber da habe ich mich leider absolut verklickt, denn das ist das erste Mal, dass ich mein bulkiges Hexerus einsetze und davor war an der Position, wo das Earthquake ist, das Dragondance und deswegen habe ich mich leider verklickt und schmeiße einfach dieses Hexerus komplett in den Müll. Hat nichts gemacht, aber das wäre so schön gewesen, denn dieses Charizard Y ist wirklich, wird auf jeden Fall ein richtig, richtig großes Problem, das mir wirklich Sorgen bereitet und das hat mich dann schon relativ hart getroffen, dass ich hier tatsächlich falsch geklickt habe. Schade. Mein Plan an dieser Stelle ist es, mit Arcanine so lange zu stallen, bis die dumme Sonne endlich verschwindet, weil dann habe ich tatsächlich eine Chance mit Greninja und Water Shuriken. Dieses Charizard Y One-Hit zu KO'n wird aber nicht gehen, da die Sonne ja Wasserschaden um 50% dezimiert. Das Schöne ist, dass wir durch die Sonne uns auch um 75% mit Morning Sun heilen. Das heißt, hier ist das Stalling-Game auf jeden Fall ein bisschen auf unserer Seite. Wir müssen einfach nur hoffen, dass wir nicht oft genug geflincht werden von seinem Air Slash, was aber ganz, ganz gut funktioniert. Und hier avoiden wir sogar noch die Attacke. Das heißt, wir können wieder auf 100% KP kommen, was ja auch schon gar nicht mal so schlecht ist. Ab hier wollte ich dann mit meinen Arcanine eine Kamikaze-Taktik fahren, das heißt hier tatsächlich in die Offensive switchen, denn Flare Blitz würde diesen Charizard Y auf jeden Fall auch noch guten Schaden machen, ich glaube sogar 50% wären drin gewesen, denn physisch offensiv kann das Ding nicht wirklich viel wegtanken und selbst wenn ich gestorben wäre, hätte ich dann auf jeden Fall die Gelegenheit gehabt, mit Greninja hier den Revenge Kill zu starten, aber tatsächlich, ich hatte Glück, er ist hier rausgewechselt, will wahrscheinlich nochmal die Sonne durchstarten, was ihn tatsächlich sehr, sehr große Vorteile bringen kann und Morning Sun hat ja auch nur leider 5 PP, das heißt, da könnten wir auch nicht endlos lange stallen. Der Gegner hat währenddessen sein Dragon
Arcanine ins Spiel gebracht und nutzt hier die Gelegenheit, auf einen Dragon Dance zu gehen. Wahrscheinlich die beste Gelegenheit, denn Arcanine ist damage-technisch gar nicht mal so gut. Das Schöne ist, dass wir aber Will-O-Wisp auf diesem Ding beherrschen. Das heißt, wir können das Ding verbrennen und den Angriffsboost direkt dezimieren. Dachte ich mir, aber der Trick tatsächlich, eine Lumberry kann die Verbrennung also direkt loswerden. Das heißt, ich befinde mich an dieser Stelle in einer ganz, ganz schlechten Situation. Aber der Gegner revealed, dass er hier an dieser Stelle gar kein Earthquake auf diesem Set besitzt. Das heißt, er muss hier auf Dragonclaw gehen, verletze sich dadurch sogar noch selbst, da ich einen Rocky-Helm trage. Und ich sehe hier nochmal die Chance, auf einen weiteren Will-O-Wisp zu gehen und kann damit tatsächlich das tödliche Potenzial dieses Dragon Knights schon fast komplett negieren, da er jetzt auf keinen Fall mehr als 40% Schaden auf dieses Arcanine landen wird. Und ich kann mich immer weiter gegenheilen mit Morning Sun und er bekommt ja immer noch Damage vom Rocky Helmet und vom Burn. Das heißt, wir haben hier gerade noch so die Kurve bekommen. Irgendwie scheint der Move Earthquake in diesem Match eine sehr spielentscheidende Rolle zu spielen, denn wie gesagt, ich habe mit meinem Haxorus aus Versehen auf Earthquake geklickt, obwohl ich Dragon Dance wollte und dieses Dragon Knight besitzt kein Earthquake. Wäre das nicht der Fall, könnte ich einen Dragon Knight Sweep hier kaum noch aufhalten, aber in letzter Zeit ist mir sowieso aufgefallen, dass die Dragon Knight Sets sich so ein bisschen geändert haben in dieser Generation. Es werden viel lieber diese Thunder Punches oder Ice Punches gespielt über Earthquake, da irgendwie normalerweise Feuer-Pokémon eh nichts ein Dragonite anhaben können, aber okay, in dieser Situation hätte es tatsächlich mehr geholfen. Der Gegner wechselt also hier sein Dragonite raus, etwas spät, wie ich finde, denn obwohl er so den Dragon Dance Boost verliert, stand er doch auf verlorenem Posten und ich konnte mich ja die ganze Zeit gegenhalten. Das ist, im Grunde hat er viel zu viele Runden lang probiert, wahrscheinlich einen Crit zu landen, aber wie gesagt, auf Crits hoffen ist, glaube ich, keine so gute Taktik bei diesem Spiel. Der Switch in Gliscor ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zug gewesen, denn mit Arcanine kann ich hier absolut nichts machen. Ich habe hier das Protect erwartet, da ich weiß, dass er erstmal seine Walls etwas auffrischen will. Das erlaubt mir natürlich einen freien Switch in meinen Landorus, denn mit seinen immensen Speed sehe ich hier eine relativ gute Gelegenheit, durch das generische Team durchzufegen. Der Gegner ist hier an dieser Stelle auf Earthquake gegangen, was natürlich Landorus erstmal nicht trifft, da er fliegend ist, was aber ein richtig, richtig cleverer Zug ist, denn normalerweise wäre ich hier tatsächlich auf Gravity gegangen, dadurch wären wir beide auf den Boden gekommen, das heißt, alle Resistenzen gegenüber Bodenattacken wären aufgehoben worden, aber ich bin auf den sicheren Psychic gegangen. Trotzdem, ich habe hier eigentlich erwartet, dass er auch nochmal auf Protect gehen wird, um sich nochmal gegenzuhalten, aber er ist nochmal auf Earthquake gegangen, ich bin natürlich auf Gravity vorher gegangen, das heißt, genau das, was ich gerade erklärt habe, ist passiert, das heißt, der Gegner richtig, richtig clever gespielt an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch drei weitere Züge, in der Gravity wirkt. Das heißt, wir können auf jeden Fall dreimal Earth Power einsetzen, ohne dass der Gegner irgendwas dagegen machen kann. Und da alle seine Pokémon schon so ein bisschen angeschlagen sind oder von Earth Power sehr effektiv getroffen werden, können wir damit auf jeden Fall richtig, richtig viel Schaden im Team des Gegners machen. Der Gegner entschließt sich hier, sein Dragonite reinzuwechseln, wahrscheinlich als Death-Forder, da es wahrscheinlich im Kampf sowieso nichts mehr machen würde, um einfach noch mehr durchzusollen, sodass Gravity seine Wirkung verliert. Aber immerhin, ich freue mich, ein sehr, sehr großer Threat aus dem Team des Gegners entfernt. Der Gegner bringt an dieser Stelle sein Charizard Y ins Spiel, hat hier unter Umständen erwartet, dass es schneller sein wird als mein Landorus, da es ja auch mein Gardevoir outgespeedet hat, aber mitnichten, mein Landorus ist komplett investiert in Speed und hat auch noch das Wesen zugunsten der Geschwindigkeit, das heißt, mit einem mehr Base Speed können wir dieses Charizard outspeeden und es mit einem Earth Power besiegen. Gravity hält noch einen ganzen Zug, das heißt, hier haben wir nochmal die Gelegenheit, ein letztes Earth Power rauszubekommen und hier kommt tatsächlich die große Überraschung, nicht nur überlebt dieses Mandibuzz, dieses große, balkige Vieh, sondern zerstört mich auch komplett mit Full Play. Das macht natürlich an dieser Stelle extrem Schaden, denn Landorus physischer Base Attack liegt bei 125, was schon ein sehr, sehr hoher Wert ist und in der Defensive haben wir kein Investment, das heißt, dieses Full Play reicht auf jeden Fall, um mich aus dem Kampf zu nehmen. Ich glaube, diese Aktion hat uns beide so ein ganz kleines bisschen überrascht, denn es wäre wahrscheinlich viel, viel gefährlicher für mich gewesen, wenn er erst Mandibuzz reingeswitcht hätte, das Landorus besiegt hätte und dann müsste ich irgendwie mit diesem Charizard Y dealen. Ich könnte wahrscheinlich noch weiter mit Arcanine ein bisschen stallen, aber das wäre auf jeden Fall eine Situation, die wesentlich schlechter zu meinen Gunsten wäre, als das Matchup, was gerade jetzt stattfindet. Dennoch hat der Gegner an dieser Stelle keinesfalls verloren, denn er hat noch zwei richtig, richtig starke und vor allen Dingen bulkige Pokémon, die sich immer weiter gegenhalten können. Und vor allen Dingen muss ich ja noch so lange warten, bis die Sonne endlich verschwindet, denn dann kann mein Greninja wirklich strahlen mit Moves wie Water Shuriken. Das Mandibuzz pfeift mittlerweile aus dem letzten Loch, hat wahrscheinlich nur 1 KP. Ich habe zwar vorher gecrittet, aber wie gesagt, da finde ich es fair, wenn es doch überlebt, denn so oder so wäre es ein Two-Hit-KO gewesen. Besiegt sich selbst entweder durch das Burn oder durch den Rocky Helmet Damage und jetzt kommt wirklich ein sehr, sehr schwieriges Matchup, denn Gliscors sind, wie gesagt, mein absoluter Albtraum, sind super bulky, können sich unendlich krass gut gegenheilen und dealen dabei noch relativ guten Schaden. Das heißt, da muss ich einfach mal gucken, wie ich das Beste aus dieser Situation mache.
Wir nutzen nochmal die letzten Sonnenstrahlen des Tages, um uns wieder auf 100% KP zu bringen. Das Problem wird dennoch sein, dass ein Earthquake uns wahrscheinlich 2-Hit-KOen wird. Das heißt, wir haben nur noch die Gelegenheit, einmal Flabbits rauszuhauen. Denn Gliscor sind nicht nur super bulky, sondern auch relativ schnell unterwegs im Vergleich zu anderen Tanks. Das heißt, es wird uns auf jeden Fall outspeeden. Das heißt, das ist der letzte Move, den dieses Erkner landen wird. Macht tatsächlich gar nicht mal so fatalen Schaden dafür, dass wir gar kein Investment in Offensive haben. Das Gute an dieser Stelle ist, dass unser letztes Pokémon unser physisch offensives Greninja ist, welches Water Shuriken beherrscht und dieses Gliscor somit sehr effektiv treffen kann. Und da wir ja auch noch ein HP-Investment in unser Greninja eingefügt haben, können wir auf jeden Fall ein oder vielleicht sogar noch zwei Earthquakes relativ sicher tanken. Das heißt, dieses Matchup wird auf jeden Fall zu unseren Gunsten laufen, obwohl Gliscor immer noch ein Tank-Beast ist, welches physische Treffer normalerweise ziemlich gut ablockt. Aber wie gesagt, ein physisch offensives Greninja mit Adamant Nature und dazu noch ein Choice Band, das kann man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Der Gegner wird hier an dieser Stelle noch ein paar Mal auf Protect gehen, um sich nochmal ein bisschen gegenzuhalten, aber es wird am Ende des Tages nicht helfen. Deswegen nutzen wir hier einfach mal die zusätzliche Zeit, um uns bei Tobias zu bedanken. War wirklich ein sehr, sehr spannender Kampf, sehr, sehr schöner Kampf. An einigen Stellen sehr, sehr schöne Predictions gehabt. Ich glaube, die kritischste Stelle war tatsächlich der Switch-In in sein Charizard Y. Ich glaube einfach mal, er hat gedacht, dass er es outspeeden könnte, unser Landorus, aber leider hat es nicht geklappt, aber ich wüsste auch nicht, was sonst für Optionen da wären. Wie gesagt, dass Mandibuzz Landorus besiegen könnte, hatten wir, glaube ich, beide nicht so richtig auf dem Schirm. Und naja, aber auf jeden Fall ein sehr schönes, ausgeglichenes und vor allen Dingen starkes Team, das du hier an den Start gebracht hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg auf dem Turnier, für das du ja quasi dieses Team gemacht hast, um es gegen mich zu testen. Ich glaube fest daran, ich wüsste auch spontan nicht, was man denn besser dran machen könnte. Das Einzige, was mir einfällt, ist eine relativ hohe Eisschwäche, also vielleicht irgendwas reintun, was Eis ein bisschen besser resisten könnte oder vielleicht irgendwas rausnehmen, was diese Eisschwäche hat. Ansonsten wirklich sehr, sehr schönes Team und nochmal vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Kampf, Tobias. Und selbstverständlich danke ich auch euch, liebe Zuschauer da draußen. Ich hoffe, euch hat dieses Match gefallen. Falls dies tatsächlich der Fall sein sollte, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr auch noch gerne mehr Informationen zu diesem Match hättet, kann ich nur wieder auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr alle Movesets findet, welche ich verwendet habe in diesem Match. Außerdem dazu noch, wo die Musik herkommt, wo der Gegner herkommt und alles mögliche. Deswegen schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung rein, es lohnt sich. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich in der letzten Woche relativ inaktiv war, was Pokémon angeht, jedenfalls was das Spiel angeht. Das heißt, ihr habt mich wahrscheinlich selten online gesehen, das wird sich aber in den kommenden Wochen ändern, denn da ist ein bisschen mehr Freizeit drin, hoffe ich einfach mal. Und ich werde auf jeden Fall neue Leute in meine Freundesliste reinadden, die momentan ein bisschen voll ist, aber da sind tatsächlich noch einige Leute, die wirklich sehr, sehr selten online sind. Das heißt, die werde ich leider rausschmeißen müssen, aber das macht Platz für frische neue Leute, die dann gerne ein Kämpfchen gegen mich wagen wollen. Wie ihr das am besten macht, einfach in die Comment-Bereich reinschreiben, dass ihr gegen mich spielen wollt, am besten mit Freundescode direkt und am besten noch dazu sagen, in welchen Tier ihr gerne spielt. Ich spiele meistens Mixed Tier, also irgendwie ein oder zwei OU-Pokémon, der Rest einfach frei Schnauze, aber falls ihr gerne ein PU-Match oder ein UU-Match gegen mich haben wollt, dann auch das sehr, sehr gerne. Also es wäre auf jeden Fall eine schöne Abwechslung für mich und ja, ich würde mich freuen. Und ja, das war's im Grunde schon für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Demnächst noch viel, viel mehr Pokémon-Content hier auf Super Funtime. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.